Eine Trennwand teilt den Gang. Von der Decke hängt ein Seil, an das rote Tücher geknüpft wurden. Vielleicht soll es eine Art Schutz sein. Wahrscheinlich. Auf dem Altar steht eine kleine Schachtel inmitten roter Kerzen. Hinter ihr liegt ein Bild eines Pärchens bei ihrer Hochzeit. Unzählige weitere Hochzeitsbilder dekorieren die Wände und Decke. Aber sie sind etwas verdreckt und wirken sehr alt. Dort liegt eine Notiz, wo jetzt bestimmt eine Hand kommt. Ja, oder auch nicht. Über die Wahl der Braut. Bräutigam werden aus anderen Orten hierher gebracht. Der Bräutigam trifft dann seine Wahl mit Hilfe geweihter Bildnisse. Die Dame, die Paare vermählt, bringt die auserwählte unsterbliche Blume hervor und die beiden werden miteinander vereinigt. Die unsterbliche Blume warten auf jemanden, der mit ihnen gemeinsam in den Särgen verweilen wird. Mit ihren Särgen, okay. Es ist ihnen nur gestattet, auf einen Partner zu warten. Selbst dürfen sie nicht wählen. Das ist der letzte Wunsch der unsterblichen Blumen. Boah, jetzt hört auf mit dem Lesen, Mann. Heute läuft das sowieso nicht gut mit dem Lesen. Ja, ich verspreche mich die ganze Zeit. Über Bräutigam. Ah, ja. Die Seele des Bräutigams ist nach der Geisterhochzeit an die Braut gebunden und wird mit ihr in den Sarg gelegt, damit die Stütze gestärkt wird. Die geweihten Bildnisse der Hochzeit werden fertiggestellt und der seelenlose Körper des Mannes wird im verbotenen Tal begraben. Die Seelen jener Männer, die während der Geisterhochzeit ihren Verstand verloren haben, werden in unmarkierten Gräbern im verbotenen Tal aufbewahrt. Der Leichnam wird alleine in ein Reliquär gelegt und in den Tiefen der Leibeshöhle vergraben. Natürlich. Boah, wie viele Türen jetzt hier sind, ne? Das könnt ihr euch, boah, wenn ihr die Karte sehen könntet, ne? Hier sind so brutalst viele Türen auf einmal. Das ist echt krass. Guckt euch das mal an hier. Hier unten geht's weiter, dann sind da noch zwei Türen. Ey, richtig heftig. Jetzt geht richtig ab. Willst du denn da, du Dreckspuppe, verdammt? Oh Gott, noch mehr Puppen. Ich hau hier wieder ab. Aber erst muss ich noch was lesen. Über das Leben als Braut. Die auserwählte Braut hat eine Audienz mit ihrem Bräutigam. Wenn der Blick des Mannes mit Entschlossenheit nicht vom schwarzen Wasser abschweift, dann ist die Geisterhochzeit ein Erfolg. Falls er scheitert, wird er in einem getrennten Reliquär eingeschlossen.
Die Braut kehrt dann allein in ihren Sarg zurück, um darauf zu warten, erneut auserwählt zu werden. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir da die Tür bestimmt aufmachen. Genau, so schon. Das haben wir schon mal, ne? So, jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt haben wir da schon mal die Tür aufgemacht für später, ne? Wichtig auf jeden Fall. Sehr wichtig. Würde ich jetzt mal so sehen. Juhu. So, dann gehen wir als nächstes, würde ich sagen, mal hier rein. Gehen wir als erstes mal hier hinter gucken. Kazuyas Notiz Nummer 2. Ich habe eine solche Angst, dass ich nicht aufhören kann zu zittern. Ich muss gehen. Ich habe sie gewählt, also müssen wir jetzt auch gemeinsam sterben. Sie hat schon so lange gewartet. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Verschwinde endlich! Keiner will dich. Okay, ist Nebel. Ah, ich bin auch draußen.
Boah.麻生様がまた来られるとは、こんなにめでたいことはない。契りの相手はもう決まっておりましょうな。さ、花嫁が待っておりますゆえ、こちらへ。 Geh mal lieber vor. Wieder nur eine Vision, als wir sie berührt haben. Rui. Bitte, liebe mich jetzt hier sofort. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie ich hier rauskomme. Boah, seht ihr den ganzen Nebel? Uiuiui, das wird noch spaßig. Muss ich doch die Treppe runter? Ja, klar, oder? Ich glaube, ja, sicher. Ich glaube schon.
Der kann mir doch nicht für alles und jedes die Schuld geben, ey. Kann er doch nicht tun, ey. Der gibt mir für alles die Schuld. Ich habe nichts getan. Also aus dem normalen Ausgang komme ich nicht raus. Ich kann euch das mal eben zeigen. Seht ihr, da ist nämlich zu. Das heißt, wir gehen jetzt hier. Ne, hier müssen wir jetzt durch. Und dann versuche ich da oben rauszukommen. Ja, zum Waldrand. Ob es klappt, das weiß ich natürlich nicht. Aber so sieht momentan mein Plan aus. Ja, natürlich. Ach, wo ist das denn jetzt? Wollt ihr denn jetzt, ihr Dreckshände, den Schaden? Mist. Ich frage mich natürlich, wo jetzt diese beiden Porträts waren oder sind. Das ist viel geiler. Wo sind die Porträts? Jetzt kann ich hier wieder suchen wie so ein Bekloppten oder was? Die können ja überall sein. Im ganzen Haus können die ja sein. Wer sucht, der findet, ne? Ist auch zu geil, ey. Du achtest doch gar nicht auf jedes einzelne Detail, ey. Das kann jetzt sofort hier unten sein, kann aber auch ganz woanders sein. Schlimm. Schlimm. Gut, ich schlender jetzt einfach mal durch jeden Raum, würde ich sagen. Gehen wir als erstes durch den da hinten. Achte doch nicht drauf, wo hier die Fotos sind, wo hier Bilder hängen. Ne, hier habe ich doch die hier rausgeholt. Ja, genau. Weg hier. Ah ne, da war ja nur so ein Abstellraum, wo Decken waren, genau. Hier war es nicht. Rui, helf mir mal, bitte. Tell me, wo ich hin muss.
Also wieder zurück. Da oben. Gott, nee. Shit. Oh, verdammt noch mal. Dreh dich doch mal um, da ist vielleicht jemand. Das wird gemerkt, ja. Ey, komm schon. Etwa spezielle Verstorbene? Die beiden? Die beiden. Okay, den Schlüssel kann ich jetzt da dann in die Tür einsetzen. So, wo ist mein 90er Filmtyp? Da ist er. Jetzt knallt es. Der kommt nicht so ganz klar, kann das sein? Der hört sich so an, als ob bei dem alle Knochen durchgebrochen sind.
Das war Kazuya. Ach, hab ich gar nicht gescheckt, Alter. Glaubst du das? Kazuyas Notiz Nummer 3. Es war von dem Moment an vorbei, als ich das Foto gesehen hatte. Ich bin erledigt. Sobald ich meinen Blick auf dieses einsame Gesicht richtete, bannte ich mich an sie. Ich weiß, dass ich jetzt keine andere Wahl mehr habe, sonst steht mir der Tod bevor. Ich wurde als ihr Bräutigam auserwählt. Ich muss jetzt gehen. Sie hat schon so lange gewartet. Sie wartet da vorne, aber nicht auf mich. Sie wartet auf jemand anderen. Ob die auf mich gewartet hat? Oder ob die auf mich wartet? Es ist alles möglich, würde ich sagen. Frage ist ja auch, über wen reden die denn? Ich bin frei, frei, frei. Juhu, ich bin frei. Komm, Rui, sag es mir. Liebst du mich? Begehrst du mich seit dem ersten Tag, als du... Stell dich nicht so an, verdammt nochmal, Mensch. Ja, ist ja wohl ein hübsches Mädchen. Verdammt nochmal. Hübsche junge Frau, das hat sie jetzt doof angehört. Ihr wisst, wie ich das meine. Renn fand Rui in einem Reliquär im verschleierten Haus, wurde jedoch selbst mit hineingezogen. Er erwachte in einem unbekannten Haus. Eine alte Dame in Weiß führt Renn in einem Raum, in dem Rui verkleidet als Braut auf ihn wartete. Er schien der Raum zu sein, in dem Hochzeiten zwischen Lebenden und den Toten abgehalten werden. Rui verwandelte sich plötzlich in eine furchterregende Braut in Schwarz, dann waren sie plötzlich wieder im Haus des Volkskundlers. Dort trafen sie auf Rens Freund Kazuya, dessen Hochzeit mit einem Geist schreckliche Folgen gehabt hatte. Das verschleierte Haus verschwand daraufhin zusammen mit Kazuya im Nebel. Das war der 10. Tropfen, Freunde, den wir auch mit der Note S abgeschlossen haben. Sehr, sehr schön. Das freut mich natürlich umso mehr. Als nächstes, Freunde, gibt es den 11. Tropfen, aber das mache ich in einer neuen Aufnahme. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein, Dankeschön.